Jambo und herzlich willkommen in Nairobi, der Hauptstadt von Subsahara-Afrika. Ich heiße Meshack Mwendo und ich glaube an Netzwerke. Um mich herum erstreckt sich in alle Richtungen Subsahara-Afrika. In diesem Begriff stecken mehr als 40 Länder, 2000 eigenständige Sprachen, also zwei Drittel aller Weltsprachen, und ca. 850 Millionen Menschen, von denen viele Deutsch lernen. Deutsch können Sie lernen, indem Sie an Präsenzveranstaltungen an unseren 11 Goethe-Instituten teilnehmen. Aber wegen der riesigen Entfernungen sitzen unsere Interessenten oft an den entlegensten Wohn- bzw. Arbeitsorten, wo auch das Internet meist ausschließlich über Mobilfunkdienstanbieter zugänglich seinen rasanten Einzug hält. Und speziell da wird die Lernplattform des Goethe-Instituts unentbehrlich. Die fachliche Unterstützung beim Umgang mit der Lernplattform gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Blended Learning Ansprechpartner. Meine Mitstreiter erzählen euch gerne über die Entstehung unseres Netzwerks. Fangen wir doch an in Westafrika mit Florent. Florent? Ich heiße Florent Atiku und ich liebe die Möglichkeit, die die Lernplattform für mich als Deutschlehrer darstellt. Bei der Arbeit mit den anderen Blended Learning Ansprechpartnern in der Region kann ich Grenzen überschreiten, kleine virtuelle Reisen unternehmen, gemeinsam Probleme lösen, Ideen adaptieren und irgendwie zusammen mit ihnen sein, wie bei der Schulung. Und von der Schulung lasse ich jetzt meine Kollegin Heidrun erzählen. Hallo, ich heiße Heidrun Richter und grüße vom Regionalinstitut Johannesburg. Ich habe als Pilotprojekt in meinem B2-Kurs Moodle schon eingeführt und die Kursteilnehmer fanden es ganz besonders toll. Viele kannten Moodle schon und was sie auch sehr gut fanden, ist, dass wenn man mal eine Stunde verpasst hat, dass man hinterher online gehen konnte und sich anschauen konnte, was im Kurs gemacht wurde. Ich hoffe, dass alle anderen Lehrer auch diese tollen Erfahrungen haben werden. Und ich glaube, als Team kann man das wunderbar bewältigen. Ich heiße Michel Mukwele, ich komme aus einem kulturell reichen Land. Sehr gefällt mir meine Rolle als kultureller Dolmetscher, als Reiseführer in der medialen Landschaft. Denn für unsere Kunden ist der persönliche Kontakt von großer Bedeutung. Das Schöne bei der Lernplattform, sie stellt auch für die Kursteilnehmer etwas Neues, Spannendes dar. Sie sorgt für Abwechslung, spart Zeit, schafft soziale Netzwerke. Beim Ganzen war der Erwerb des Multimedia-Führerscheins des Goethe-Instituts eine große Hilfe. Das würde ich jedem Kursleiter empfehlen, der sich im Bereich Multimedia unsicher fühlt. Ich heiße Hilford Anidoho. Lernplattformen sind die Zukunft des Lernens. Davon bin ich fest überzeugt. Ich schätze die virtuelle Kommunikation, den elektronischen Meinungsaustausch, die Synthese von Ideen in der Region Subsahara. Das nächste Projekt für uns in der Region ist die Bildung von subregionalen Netzwerken. Dann arbeite ich zum Beispiel virtuell noch intensiver mit den Kollegen in der Region Westafrika, also mit Togo, Kamerun, Nigeria, Côte d'Ivoire, dem Senegal. Wir lehnen uns erst dann zurück, wenn Subsahara-Afrika ein dichtes Netzwerk von Deutschlernenden ist.